Es wird fleißig geprobt in Mautern. Rückt doch der Termin zur Aufführung der romantischen Oper Der Freischütz von Karl Maria Weber immer näher. Die erste gemeinsame Probe für das große Projekt Freischütz läuft. Wir haben ein bisschen zuschauen dürfen, es ist sehr spannend. Was denkst du, was fühlst du und erzähl uns ein bisschen drüber, wie da deine Gefühle sind, bitte. Ja, es ist so eine wunderschöne Erfüllung eigentlich in unser Tal, sowas Grandioses und ambitioniert zu wirklich erzielen. Man muss schauen auf der Jugend ganz einfach, dass die Stimmen sind nicht überansprucht, ganz einfach wirklich zu schauen, dass die Instrument selber, weil diese Stimme ist sehr zart in dieser Alter, dass das nicht zu viel Arbeit ist. Aber wie man sieht, die machen mit ganz einfach und wenn ich schaue, ja bitte Solisten ein bisschen zurücknehmen oder sowas und man sieht, dass wir sind ein sehr guter Team. Wir sind zusammengewachsen durch die letzten Jahre eigentlich von ähnlichen Projekten, aber das ist die größte und wir haben ein großes Privileg überhaupt, das Grazer Orchester kommt auch dazu und Andreas ist bereit, wir sind lang zusammengearbeitet, so ich fühle mich sehr entspannt, wenn man denkt, wie ich habe gesagt, eine Probe ist eine Probe, man muss stoppen und starten und ausgebessert und man lernt eigentlich über der ganze Prozess selber ist etwas sehr Erfüllendes. Da, erst hier. Ja? Nochmal. Zwei, drei. Wo ist die große Herausforderung zwischen Profisängern, Profimusikern und Amateuren oder Halbamateuren, die zusammenzuführen? Was ist da die große Schwierigkeit? Oh, das ist wirklich schwierig zu sagen. Das werden wir erst sehen, weil wir sind gerade beim Beginn. Aber ich glaube, es gleicht sich einfach aus. Natürlich, Profis können das wahrscheinlich schneller lernen und kennen sich so in gewissen Sachen besser aus, aber diese Begeisterung und Entstellung, die oft bei Amateuren vorkommt, ja, das haben oft die Profis eben nicht. Ja. Also dieses Willen, also wir wollen das aufführen. Und ich glaube, das wird eine super Mischung. Victoria, der Meister zu lieben, der Wacker.
Tim Ribic, unser Gastenor aus Slowenien, aus Marburg, heute noch ein bisschen müde, gestern noch in Köln auf der Bühne gestanden. Wie ist es dazu gekommen, dass du im Liesingtal in Mautern beim Freischütz auftreten wirst? Ja, ich bin hier wegen Sarah. Sarah ist meine sehr gute Freundin. Ich habe mit Sarah schon sehr viel gesungen und sie hat mich gebeten, diese Rolle zu nehmen, Rolle von Max. Das ist eine sehr schwere Rolle, die eigentlich noch nicht für mich ist, weil ich bin noch nicht so in diesem Alter. Aber weil Sarah hat gesagt, dass sie wird mit mir alles durchgehen, deswegen habe ich gesagt, gut, ich mache das. Und wenn ich irgendwelche Probleme haben werde, technische oder so, ich weiß, dass Sarah wird mir helfen und mit Energie von Sarah, wir werden das sicher schaffen.